Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in der Dunkelheit. Und die liebe Sarah ist auch mit an Bord. Hallo Sarah. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Wir sind hier fleißig am Kochen und am Sortieren. Ja, vor allem auch am Sortieren. Ich habe auch so viele Federn, sehe ich gerade. Oh, echt? Alles voll an Federn haben wir hier. Ja. Und ich habe selber noch im Gepäck etwas über, ja, 360. Ja, sollen wir dann nicht hier so eine olle Schaufel wegwerfen? Ach, schmeiß weg, was du möchtest. Was wir nicht brauchen. Und oder noch eine Kiste? Die alten Holzknüppel, die können, glaube ich, auch weg. So, dann haben wir wieder hier ein bisschen Platz drin. Knochenklinge kann man auch nichts mehr mitmachen. Schmeißen wir auch mal weg. 4 Plätze, genug für Federn. Treuballen. Okay, 3 Plätze jetzt. Ah, ja. Okay, darf ich? Yep. Schmeiße ich 250 nochmal rein. Rest kann ich ja behalten, kann ich Pfeile dann wieder machen. Aber ich habe auch noch über 100 Pfeile. Ja, dann gehen wir mal ins Skill-Menü. Ich habe gelesen, dass wenn wir eine Schmiede bauen wollen, dann müssten wir auf Intelligenz einiges skillen. Und da verteile ich jetzt mal einen Punkt, ja? Mhm. Vor allem, damit wir dann auch vielleicht... Ja, damit wir irgendwann auch diese besseren Mullbinden herstellen können. Ich habe nur einen Skillpunkt. Ich weiß nicht, kann ich denn jetzt schon herstellen vielleicht? Einen Skillpunkt nur. Mother Load. Was heißt das? Harvest more resource and bring home the mother. Okay. Das ist aber nur beim Holzhacken und Steine. Nicht, wenn man was so lootet, oder? Oh, das weiß ich nicht. Hey, warum kann ich das denn... Ach, das hier brauche ich. 5? Level 5 und ich bin Level 2. Und ich kann aber auch nichts mehr nehmen hier. Auf Intelligenz. Physikern brauche ich. Aha. Ich bin auch nur Level 3. Das ist ja schade jetzt. Oder? Oh. Welches wäre das denn? Craftbins Perk? Das wäre ganz unten Physikian. Also das vorletzte unten. Ne, kann ich ja nicht. Ist bei mir ausgegraut. Ja, bei mir auch. Ich glaube, da brauche ich erstmal Level 5 auf Intelligenz. Hm. Na dann. Dann eben nicht. Du sagtest noch eine Kiste? Ja, pack ruhig noch eine hin, oder? So, was nehme ich denn? Besseren Loot möchte ich finden. Gibt's sowas? Ja, schneller, glaube ich. Kannst du looten. Aha.
Oh, ich habe die Kiste geschlagen, die Truhe. Da habe ich noch eine Truhe hingemacht, die erste. Packmul ist natürlich auch gut, Packesel. Ja, da kann man mehr tragen. Das kommt gut beim Looten. Hier, das ist ja hell draußen. So, ich hab's genommen. Ja, es ist schon 0:12 Uhr. Ich ess mal noch ein Stück Fleisch. So, ich habe ein paar Eier wieder gekocht hier. Und Wasser. Oh, es wird kalt. Und aus der Yucca, was machen wir daraus? Oh, das weiß ich nicht. Ich probiere mal aus, was man daraus machen kann. So. Rezepte. Ah, Flasche. Eine Flasche Wasser brauche ich dafür. Okay. Ja, mit den Samen, das ist jetzt vielleicht übertrieben, dass wir jetzt schon 5 Samen herstellen. Besser wäre es, glaube ich, Aloe-Creme dann herzustellen erstmal. Haben wir noch Flaschenwasser? Nee. Ausrüsten. Wofür? Soll ich die Zombies damit beschmeißen? mit der Topfpflanze? Da weiß ich auch nicht so genau. Ah, nee, ich kann sie irgendwo. Wo sollen wir sie denn hinstellen? Hm? Wo hätten wir sie denn gern? Ich stelle es einfach dahin. Haut sie aus dem Inventar raus. Ja, mir wird schnell kalt. Moment, echt? Also ich tue in die erste Kiste dann Waffen und Pfeile rein, ja? Und Munition. Mhm. In die zweite Kiste, da kommen dann also die Sachen, aus denen man was herstellen kann, rein. Okay. Läuft irgendwie unrund, wenn man in der Kiste, in der Truhe ist, so. Finde ich. Braucht man Knochen, kann man für Kleber auch benutzen, oder? Aus Knochen kann man, genau, da kann man Kleber später herstellen, ja. Und Dosenfleisch. Brauchen wir eine leere Dose, verrottetes Fleisch, grober Knochen, Tierfett und können wir machen. Wo habe ich denn die Farbe gesehen? Mir wird schon wieder kalt. Tierfett. Also Farbe, leere Dose, Tierfett. Wir brauchen noch eine Kiste, das ist schon wieder hier alles voll. Verrottenes Fleisch, aber hier die dritte ist ja jetzt nicht voll. Was willst du da reinpacken? Also in der zweiten dachte ich, so Sachen zum Herstellen irgendwie, dass wir die da reinmachen. In der ersten vielleicht erstmal Waffen und Werkzeuge, in der zweiten dann alles, was so zum Herstellen gebraucht wird.
Und in der dritten sind ja die Lebensmittel. Also verordnetes Fleisch habe ich. Farbdose habe ich. Tierfett habe ich. Leere Dose. Vielleicht nehme ich noch ein paar leere Dosen. Jetzt wissen wir, wie die Fleischfabrik Dosenfleisch herstellt. Mit verrottetem Fleisch. Vielen Dank. Gammelfleisch und mit Farbe. Jammelfleisch. Oh, das sind aber viele Dosen hier. Ja, all solche Tipps standen da von Zombie Plus Survival TV. Stand da, dass die Dosen sich nicht stapeln lassen, sobald das Wasser dann aufgebrüht ist, abgekocht ist. Ach, das muss ich lernen. Oh, ich habe da eine Blume geschlagen. Oh, ich muss das noch lernen, Dosenfleisch zu machen. Aha. Das ist ganz schön ruhig hier bei uns in der Gegend. Okay, alles wieder zurück. Tierfett. Haben wir irgendwo Aloe Vera Creme schon drin? Ich glaube nein, oder? Nein. Richie, wo soll ich denn jetzt die Farbe und das Gammelfleisch hin tun? Welche Kiste? Das Gammelfleisch in die vorletzte und die Farbe, glaube ich, da ist auch schon Farbe drin. Nee, habe ich schon rausgenommen, Farbe. Dann tue ich die Farbe wieder mit hier rein. Aber gut zu wissen. Die leeren Dosen packe ich auch mal mit hier rein, weil der Topf ist sauer da. Und mir ist schon wieder kalt. Fackeln, was brauchen wir denn für Fackeln? Talg? Tierfett? Stofffetzen und Holz. Dann machen wir uns doch ein paar Fackeln hier oben, oder? Ja, vielleicht eine hier oben und ansonsten, wir haben ja vier Fackeln, die wollte ich unten verteilen. Habe ich nur vergessen, so am letzten Tag. Ach, du bist an der Kiste dran. Yep. Ja. Da. Quatsch. Alles gut. Fackeln. Was braucht man für Kerzen? Da brauchen wir dann Talg dafür. Ah, okay. Das ist, glaube ich, etwas teuer noch in der Herstellung, Talg. Ja, Talg muss man erstmal machen und dann. Nein. Dann mache ich erstmal alles Fackeln. Das dauert ein Weilchen. Oh, was habe ich gemacht?
Oh, sieht gut aus mit der Fackel. Ja, wollte ich aber nicht. Oh, nee, das wollte ich auch nicht. Gib mir meine Fackel wieder. So. Die kann man irgendwo hinschmeißen. Wäre ganz gut hier irgendwo. Ach, hast du schon? Ja, ich habe da oben so ein Licht angebracht. Aber gut wäre es natürlich, wenn wir unten Licht hätten, dass wenn welche angreifen, dass wir die dann sehen und... Ja. Ja, ich wollte an die Bäume da drüben, wollte ich Fackeln machen. Dann dürfen wir die Bäume, an denen Fackeln sind, natürlich nicht mehr fällen. Aber die anderen können wir ja noch fällen. Aber das ist schon mal angenehmer jetzt mit so Fackeln, oder? Mhm. Ja. Und wie sieht's aus mit den Verbänden? Oh ja, da haben wir einige. Ja, warte, wo sind die Verbände? Ich hab auch noch welche. Nicht Verbände, Stoff, sorry. Wo machst du den rein? Den Stoff in die zweite Kiste hier vorne. Ja, wie machen wir das dann am nächsten Tag? Sollen wir dann nochmal looten gehen in die andere Richtung vielleicht? Ja, wir brauchen Gläser. Und ich wollte Wüstensand mitnehmen, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, die Wüste, die Grenze ist ja sofort da. Habe ich nicht ein bisschen Wüstensand mitgebracht? Ja, ein bisschen Sand haben wir da. Aber egal, bis es soweit ist, geht sowieso noch viel Sand. Die Eieruhr runter, die Sanduhr runter, meine ich. Ja. Gut. Hätten wir das. Ich warte noch, dass eine Fackel fertig wird, dann kann ich den Rest Stoff. So, also ich denke mal, wir werden dann wohl querfeld eingehen, oder? Sollen wir an der Straße entlang? Die Straßen haben wir soweit schon alle. Da sind wir schon ziemlich weit gelaufen. Wir müssen mal in eine Stadt oder an Häuser, wo wir Loot finden. Ja, die Städte, die Städte werden wahrscheinlich voller Zombies sein, denke ich. Aber ja, hier in der Nähe ist eine Stadt. Auf jeden Fall ein Haus müssen wir mal durchsuchen für Gläser, Richie. Ohne Gläser geht ja gar nichts. Ja. Ach ja. Ich könnte ein Ei vertragen. Ich esse mal ein Ei. Was habe ich eigentlich für eine Mütze auf? Oh, wo hast du die denn her? Ah, Weihnachten. Habe ich gefunden irgendwo. Oh. Habe ich im Müll gefunden. Die riecht bestimmt nicht gut, aber ist weihnachtlich. Ja, obwohl Weihnachten schon vorbei ist, wenn die Folge rauskommt. Ach ja, richtig. Ja. Aber passt immer noch. Ja. Sehr schön. Ich muss was essen. Und dann denke ich, sind wir auch schon am Ende der Folge langsam. Ja, genau. Ja, liebe Welt da draußen, wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.